Es wurden mittlerweile sehr viele Kontren-Bildungsmodelle vorgeschlagen, von denen einige relativ kurios sind und nur wenige im Moment tatsächlich in Betracht gezogen werden. Dazu gehört auf jeden Fall das Schockwellenmodell oder auch die Kollision von Asteroiden ist im Moment sehr beliebt. Dann gibt es auch noch sowas wie Blitze, Nebelblitze natürlich, wobei das scheint nicht so besonders gut zu funktionieren. Einfach die Ausbeute ist nicht so hoch an Chondrin, wie sie sein sollte. Also bei den Blitzen reiben im Nebel Teilchen aneinander, laden sich gegenseitig auf und entladen sich dann. Dann gibt es sowas wie das X-Wind-Modell. Das war mal sehr populär, ist im Moment nicht mehr ganz so populär. Und dann gibt es auch noch, wie gesagt, relativ viele kuriose Sachen. Es wurde mal vorgeschlagen, dass es Planeten gibt mit Atmosphären, da fliegt hier Material durch, wird dabei aufgeheizt. Glaubt natürlich heutzutage auch niemand mehr dran und so weiter. Bei Schockwellen gibt es durchaus unterschiedliche. Zum Beispiel gibt es einmal, dass ein Schock durch, also ein Schock durchquert die mehr oder weniger die protoplanetare Scheibe. Man weiß nicht so ganz genau, woher die Schocks kommen. Oder es könnte auch sein, dass es vielleicht Asteroide sind, die durch die Scheibe gehen und deshalb hier vorne dran so eine Schockfront aufbauen und es dadurch kommt. Also das sind so vielleicht die wichtigsten Modelle, die im Moment auf jeden Fall diskutiert werden. Diese vier hier natürlich, wie gesagt, von diesen Kuriosen, wo es noch eine ganze Reihe gibt, auf die ich jetzt nicht eingehe, mal abgesehen. Also Schockwellen, Kollision von Asteroiden, Blitze vielleicht oder dieses X-Wind-Modell.